hoffe, ihr seid vorhin gut nach Hause gekommen oder wo auch immer ihr hin wolltet, den ganzen Sturm überlebt. Wir werden uns jetzt einen chilligen Abend machen mit Stardew Valley. Und wir fangen natürlich neu an. Selbstverständlich. Ich habe es zwar schon mal gespielt, aber wir spielen es jetzt auf der Switch. Nochmal. Warum auch nicht? So. Wie? So nicht. Hallo Mitsuki. Game muss leiser. Ich habe Game noch gar nicht an. Noch leiser? Gut. Danke für den Host. Sehr, sehr lieb von dir. So, wie kriege ich die Großbuchstaben? Du hast gesagt, das passt so. 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 Noch lauter. Jetzt ist es genau da, wo es vorher auch war. Doch. So, wie nennen wir denn unseren... Wie nennen wir denn den Hof? Nennen wir ihn einfach Luma-Hof. Besseren Namen gibt es sowieso nicht. So. Mag gerne. Hören. Wir wollen den Hund. Haut kann so bleiben, das ist mir relativ egal. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Ich möchte eigentlich auch nicht genauso aussehen wie in meinem anderen Spielstand. Wenn man schon neuen anfängt, muss ja auch irgendwo ein Unterschied sein. Also, ach du Schande. Also da ist aber auch, der sieht aus wie Unkraut auf dem Kopf. Glaube ich, letztes Mal. Nehmen wir das. Einfach weil. Es gibt auch viel zu viel Auswahl. Muss man ja mal sagen. Eindeutig. Ein Schwein? Eine Maus? Weiß keine Sau. Tja, dann nehme ich jetzt einfach... Was zur Hölle? Irgendwas. Spielt letztendlich eh keine Rolle. So, das. Wer ist mit Bart? Warum nicht? Was? Das sieht aus wie ein Deden. So. Farbe. Ich weiß nicht, was er da schon dreht, wenn ich gar nichts tue, aber ja. Und dann tut sich da aber nicht viel, außer dass es ruckelt wie Sau. Also man sieht, auf der Switch ist es definitiv schon mal für den Arsch. Da ist es auf dem PC weitaus flüssiger. Aber
damit müssen wir jetzt leben. Hier ist auch grafisch mega aufwendig. Hallo? Ja. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Aber Fakt ist, es ruckelt. Zumindest wenn ich hier die Eingaben mache, ruckelt es. Auch überall hin, wo ich da wohl hin soll. Sei das dagegen, Pipifax. So, wir haben verschiedene Farmarten, die wir jetzt machen können. Den Standardhof habe ich schon gespielt. Den werden wir also nicht nehmen. Das ist langweilig. Wir haben den Flussbetthof. Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Ich hasse Fische, also nehmen wir das nicht. Der Waldhof. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Hallo Mina! Schön, dass du wieder da bist. Den nehmen wir wahrscheinlich auch nicht. Der Bergspitzenhof. Steiniges Terrain und ein in sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Nimm den Monsterhof. Den hätte ich sowieso genommen wahrscheinlich. Eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Jo, dann nehmen wir den doch. Ich habe ihn noch nicht gespielt, von daher. Das klingt doch gut. So, haben wir jetzt alles eingestellt? Ja. Auf geht's! Munteres Farmleben kann beginnen. Ist das der Weihnachtsmann? Und für meine ganz besondere Enkelin. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Der fliegt ihm einfach so aus der Hand. Er kann ihn gerade noch loslassen. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, meine Liebe, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Wenn du das sagst, Opa, dann will ich dir vertrauen. Nun lass Opa sich ausruhen. 20 Jahre später. Wir arbeiten offensichtlich in einem Großraumbüro, das sehr pixelig ist. Unsere Kollegen sehen auch sehr motiviert aus. Wer ist er denn? Und was macht er mit seiner Zunge? Okay. Da sind wir und da ist ein Toter. Okay. Und irgendwie ist der PC dreimal so groß wie wir. Brief. Liebe Lelana, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Sieht aus wie bei mir auf der Arbeit. Dann ist es bei dir ganz schön trostlos, lieber Redman. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz, Lumahof. Er liegt im Sterntautal, an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Liebes. Viel Glück, in Liebe, Opa.
PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Okay. Ja, dann müssen wir das fast machen, ne? Auf geht's! Bus fahren! Irgendwie sieht die Gegend sehr langweilig aus. Ist alles gleich. Da ist gar nichts Neues. Sterntauter, 0,8 Kilometer. Wir sind fast da! Vogel. Ja dann, schauen wir doch mal, was uns so erwartet. Das ist ein komischer Bus. Hallo, du musst Leilana sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Wenn ich das nicht will? Mensch, das sieht ja hier richtig hübsch aus. Das ist Lumahof, dein Hof. What? Tropfen. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich ein guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Wie, ich soll arbeiten? Ne. Das geht ja gar nicht. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Immerhin habe ich genug Holz. Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis.